ti desti ed in avano mi sto che vido lento a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schio di luscio al tuo cantor. Ove tu sei, la luce manca, ove... A three time. Morgen, Signor Muscari. Guten Morgen, Giacomo. Was gibt es Neues? Den Tagesbericht, bitte. Miss Ethel hat sich sehr über ihre Rosen gefreut. So. Auch beim Onkel haben sie einen großen Eindruck gemacht. Frank Harrogate hingegen grinste. Was, er grinste? Er grinste. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich gesehen habe. Miss Ethel hingegen hatte etwas ausgesprochen Glückliches im Blicke. Ein Lächeln hier um den Mund. So. Ja, schon gut. Und was hat die Familie Harrogate sonst noch in der nächsten Zukunft vor? Es war die Rede von einem Landausflug mit einem Mietautomobil. Das Ding soll 100 Sachen in der Stunde laufen. Was, 100 Sachen? Das ist ja ein Wahnsinn. Der Wahnsinn, diese englischen Millionäre haben doch alle einen Spleen. Eine Landpartie. Das wäre doch ideal. Und sonst noch? Sonst? Um es im Stil des alten Harrogate zu sagen, ihre Aktien tendieren nach oben. Gewinnmitnahmen möglich. Danke, Giacomo. Ich danke. Bemühen Sie sich jetzt nicht an. Wie viel hatten Sie gedacht? Ja, wie immer. 20 Lire. Gut. Ich schreib's zu den anderen. Irgendwann kommt es ja bestimmt wieder herein. Einen Augenblick, Signor Muscari. Ach ja, Direktor, welch liebe Überraschung. Ja, ich wollte Ihnen schon immer sagen, wie wohl und glücklich ich mich in Ihrem Hotel fühle, aber Sie besuchen mich ja so selten. Dafür aber regelmäßig, einmal in der Woche. Und der Anlass ist immer der gleiche. Ihre unbezahlte Rechnung. Nun ist schon die vierte Woche offen. Ich bitte Sie, haben Sie denn sonst keine anderen Sorgen? Sie werden sich doch nicht wegen diesem lumpigen Geld Ihr Leben vergiften und Ihre Gesundheit ruinieren. Ja, Sie sehen schon ganz blass aus. Ruhe, Entspannung, Heiterkeit, das ist es, was Sie brauchen, aber nicht dieses Geld. Signor Muscari, entweder Sie bezahlen jetzt Ihre Rechnung oder Sie packen Ihre Koffer. Das ist ein Ultimatum. Ein Ultimatum? Danke. Jetzt haben Sie Ihre Maske fallen lassen und zum Vorschein kommt ein bleiches Krämergesicht. Ich muss schon sehr bitten, Signor Muscari. Ah, Geld, Geld, Geld. Ich verschwende an die Menschen meine Sonette, meine Gedichte, meine Romane. Ich verströme Lebensfreude, Kunstgenuss. Frage ich nach Geld? Vielleicht sollten Sie es. Ich jedenfalls muss danach fragen. Ah, weil Sie ein Straßenräuber sind. Sie locken die armen Reisenden hier in Ihr windiges Hotel, in dem die Wasserhähne tropfen und wo man vor Lärm fast wahnsinnig wird. Können und dann Sie kommen Sie mit Ihren erpresserischen Rechnungen. Ja, aber das ja ist die Hotellerie Italiens ist unter die Straßenräuber gegangen. Ja, wie Montano, der Straßenräuber Montano. Aber selbst der würde bei einem Dichter einhalten und ihn höchstens um ein Sonett bitten. Neben Ihnen ist dieser Montano ein Ehrenmann, ein Philanthrop. Wie kann ein Mensch mit solchen Gaben wie Sie so tief sinken? Schämen Sie sich nicht? Bitte versetzen Sie sich doch in meine Lage. Was soll ich denn tun? Ein Mensch sein. Nur ein Mensch sein und stecken Sie diese widerliche Rechnung weg. Arbeiten Sie an sich und werden Sie wie ein Mensch. Ach, Italien, ein herrliches Land und ein so menschliches Land. Ja, menschlich. Die Menschen sind doch überall gleich, auch bei Ihnen in England. Ja, gewiss, aber wenn ich daran denke, dass ich in 8 Tagen nur noch Regen und Nebel sehe. Da drüben sitzen übrigens Landsleute von Ihnen. Ein englischer Millionär mit Nichte und Neffe. Ein gewisser Mr. Harrogate, Bankier. Harrogate? Harrogate? Dem Namen bin ich doch in letzter Zeit begegnet. Warten Sie einmal. Harrogate, da war was im Wirtschaftsteil. Ach ja, hier, Mr. Harrogate, Direktor der Harland Harrisfield Bank. Ja, das ist er, ein wichtiger Mann. Ja, aber hier steht allerdings etwas von gewissen Schwierigkeiten dieser Bank. Man spricht sogar von einem Vergleichsverfahren. Eigentlich erstaunlich, dass dieser Mr. Harrogate hier so sorglos seinen Urlaub verbringt. Zeitungen schreiben viel. Ja, da haben Sie recht. Obwohl, die Times ist nicht irgendeine Zeitung. Die ganze Gegend war im vorigen Jahrhundert der Schlupfwinkel jener gefürchteten Räuberbanden, die noch heute in den Volksliedern verherrlicht werden und die... Aber Onkel, du hörst mir ja gar nicht zu. Verrate mir nur, warum du diesen Ausflug überhaupt machen willst. Die Börsenkurse, da hört und sieht Onkel Douglas nichts anderes. Man kann's auch übertreiben, oder hast du Sorgen? Sorgen? Wie kommst du denn auf so etwas? Entschuldige, aber du bist oft so nervös, so abwesend, als würden Frank und ich dir auf die Nerven gehen.
Oder ärgert es dich, was gestern in der Times gestanden hat? Was die Times schreibt, ist mir egal. Diese Zeitungsschmiere sollten sich schämen, den Ruf eines ehrlichen Mannes zu ruinieren. So, jetzt lasst mir gefälligst meine Ruhe. Guten Morgen, herrlicher Tag heute. Ich freue mich, Sie in so guter Laune wiederzusehen. Mr. Harrogate, wie geht's der Leber? Sie spielt. Gönnen Sie ja diese Freude. Frank, Tennis gespielt. 4 Sätze, 2-2. Und jetzt komme ich zum genussvollsten Teil meiner Begrüßung. Miss Edler, meine britannische Aurora. Sie sehen heute wieder bezaubernd aus. Danke, Signor Muscari. Ich habe mich verspätet, der Hoteldirektor hat mich aufgehalten. Er besucht mich jede Woche. Wir plaudern, plaudern, plaudern. Und jedes Mal wird ihm meine Freundschaft teurer. Aber was sehe ich Reiseführer, Pläne? Das Barometer steht auf Abreise. Ich wäre unpreis. Wir machen einen Ausflug, 3 Tage ins Landesinnere. Ah. Onkel Douglas hat einen Wagen gemietet mit Chauffeur. Ein 7-Sitzer-Cabriolet, macht 100 die Stunde. 100, ein Wagen? Sind 7-Sitzer? Aber so viel sind sie ja gar nicht. Stimmt, so viel sind wir ja gar nicht. Da könnten wir doch leicht noch jemanden einladen. Was meinst du, Onkel? Da ich schon weiß, was auf mich zukommt, will ich das Verfahren abkürzen. Signor Muscari, Sie sind herzlich eingeladen. Nein, 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 das kann ich nicht annehmen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich störe sicher. Wann fahren Sie? Heute Nachmittag. Bitte, bitte kommen Sie mit. Ja, ich weiß nicht, aber wenn Sie mich so bitten... Ich danke Ihnen für die Einladung, Mr. Harrogate. Auch Ihnen danke ich, Signorina. Ich freue mich schon sehr auf diese Reise. Dann bis später. Danke. Guten Morgen, Hochwürden. Guten Morgen. Schönes Wetter. Ja, sehr schönes Wetter. Ein Wetter zum Verlieben. Wie meinen Sie? Ja, zum Verlieben. Auch Sie auch. Was? Ja, Engländer. Ach so, ja. Also sind Sie ein Landsmann von Harrogate? Kennen Sie die Familie? Leider nur aus der Entfernung und natürlich vom Hörensagen. Oh, reizende Menschen. Wenn Sie wollen, stelle ich Sie den Herrschaften gerne vor. Oh, das würde mich sehr freuen. Mr. Harrogate ist sicher ein sehr interessanter Mann. Ach, der wenig. Der hat nur das Geld. Aber es lohnt sich schon allein wegen seiner Nichte Ethel. Ich sage Ihnen, ein süßes Kind. Einfach süß. Ja, ein hübsches Kind. Ja, finden Sie nicht auch? Ja. Und dann, sie ist noch völlig unschuldig. Also, aber schon eine richtige kleine Eva, so raffiniert. Sie kennen doch den Typ. Ich habe davon gehört. Man sagt immer, die Nordländerinnen seien so kühl, aber das stimmt ja gar nicht. Ich als Italiener und Künstler kann das wohl schon beurteilen. Ja, das glaube ich. Ja, und dann dieser Teint, sag ich Ihnen, diese Pfirsichhaut, die nur vom Regenklima herstammt. Bezaubernd, einfach bezaubernd. Finden Sie nicht auch? Ich kann es nachempfinden. Ja, dann unter uns Männern. Gebaut sind diese Frauen, alle Figuren haben die zart und entzückend. Wie wenn der liebe Herrgott für uns noch einmal am Sonntag gearbeitet hätte. Ich sehe, dass Sie dem Herrn gegenüber zumindest nicht ohne Dankbarkeit sind. Verzeihen Sie, dass ich meine weltlichen... Schon gut, mein Sohn. Ich betrachte Ihre Ausführungen, die mir übrigens sehr interessant waren, als eine Art Beichte. Und wie lange wohnt die Familie Herrgott nun schon bei Ihnen? Seit circa 10 Tagen. Warum interessiert Sie das so? Und wie lebt Mr. Herrgott? Aufwendig? Luxuriös? Oder sehr bescheiden? Ich kann solche indiskreten Fragen leider nicht beantworten. Wer sind Sie überhaupt? Oh. Wollen Sie lieber in meinem Privatbüro kommen? Bitte sehr. Mein Name ist D'Alerto. Mr. Harrogate erwartet mich. Wollen Sie einen Augenblick Platz nehmen? Ich schicke sofort einen Page. Bitte. Herr Muscari! D'Alerto! Ah! Wie geht's dir? Was macht die Literatur? Ach, gut, 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 gut. Was macht das Theater? Ach, Theater. Das Publikum wird doch von Jahr zu Jahr schlechter. Wer will da noch Schauspieler sein? Ich habe längst meinen Beruf gewechselt. Dir scheint es aber sehr gut zu gehen, du. Man muss mit der Zeit gehen, modern denken, die Konjunktur nutzen. Ich bin Reiseführer geworden. Das ist der Beruf der Zukunft, mein Lieber. Also eine Art Straßenräuber. Hm? Straßenräuber? Was soll das heißen? Aber gar nichts Böses, du. Ich meine nur, du ziehst unseren Touristen das Geld aus der Tasche. So. Tja, von irgendwas muss ja der Mensch schließlich leben, nicht? Und verglichen mit früher schwimme ich jetzt in Geld. D'Alerto. Hm? D'Alerto, dich schickt der Himmel, du. Ein Mensch, der in Geld schwimmt und noch dazu mein bester Freund. Du, das ist ein glücklicher Zufall. Guter alter D'Alerto. Ja, ja, ja. Also, wie viel brauchst du? 3. Was, 3? Ja, das geht. Geh noch 5? 3. 4. Also 3,5. Aber nur, weil wir Schulfreunde sind. Du, nicht hier, nicht hier. Was? Ich erkläre dir alles, ja. Du, dein Geld ist bei mir bestens aufgehoben. Danke. Der Herr bekommt Sie nur 112 ohne Eintragung, bitte. Ich stehe natürlich jederzeit zu Ihrer Verfügung. Verzeihung. Kennen wir uns nicht? Nicht, dass ich wüsste. Sie sind doch Engländer. Na, allerdings. Ich habe das Gefühl, wir sind uns schon einmal begegnet. Ich kann mich nicht erinnern. Sie entschuldigen.
3,5. Danke. Das ist jetzt mein Betriebskapital. Noch einige Tage und die Burg ist sturmreif. Erfolg bei Frauen hast du ja schon immer gehabt. Du, wenn ich das schaffe, bin ich saniert. Ein Schloss in England, englischer Rasen, Reitpferd, Cricket, Anzüge aus der Bond Street. Ich sehe das alles. Ja, dann viel Glück. Ich muss jetzt in die Halle. Ein gewisser Mr. Harrogate hat mich engagiert. Ich kenne ihn noch gar nicht. Was, das ist er ja? Wer? Na, ihr Erbonkel. Dann machen wir ja die Reise zusammen. Ist das nicht komisch? Nicht richtig, Blitz. Was hast du denn, du? Und du siehst ja ganz blass aus. Was? Die Hitze, das schwüle wird. Lass es. Das vergeht schon. Danke, sehr liebenswürdig. Sehr heiß, nicht wahr? Eine Höllenhitze. Wenn ich so sagen darf. Oh, bitte. Viel heißer ist in Ihrer Hölle auch nicht. Oh, das käme ganz auf Ihre Sünden an. Ich heiße Harrogate. Douglas Harrogate. Und ich heiße Brown. Mr. Harrogate, die besten Romane schreibt doch immer das Leben. Stellen Sie sich vor, Ihr Reiseleiter ist ein alter Schulfreund von mir. Ist das nicht ein Zufall? Ja, das ist allerdings ein Zufall. D'Alerto, Ezza D'Alerto ist mein Name. Der Hotelportier hat mir Ihre Wünsche mitgeteilt. Ich stehe zu Ihren Diensten. Einen Wagen habe ich besorgt, der Ihnen bestimmt gefallen wird. Mit erstklassigem Chauffeur. Wann bringt der Chauffeur den Wagen? In einer Stunde. Dann wollen wir rasch das geschäftlich erledigen. Bitte kommen Sie. Einen Augenblick, meine Herren. Merkwürdig. Was denn? Oh, nichts, nichts. Ich habe mich sicher nur geirrt. Erzählen Sie mir lieber von der schönen Nichte des Mr. Harrogate. Jetzt hat Onkel Douglas auch noch diesen Pfarrer eingeladen. Der kann doch dann gleich seinen Segen geben. Hättest du was dagegen? Sie ahnen gar nicht, wie glücklich ich bin, mit Ihnen diese Reise machen zu dürfen. Sie werden die romantischeste und wildeste Gegend meiner Heimat kennenlernen. Pater Brown kennen Sie wohl schon. Ah. Miss Edlich, habe inzwischen viel von Ihnen gehört. Wirklich? Angenehmes, nur Angenehmes, glauben Sie mir. Das neueste Modell Vierradbremse. Der Tacho geht sogar bis 130. Warum sagen Sie das erst jetzt? Ich lasse mich auf keine Abenteuer ein. Nehmen Sie das Gepäck sofort herunter, wir fahren nicht. Der Ausflug fällt aus. Aber Mr. Harrogate, lassen Sie mich doch bitte erklären. Still da, nicht. Schließlich habe ich die Verantwortung. Aber was denn los? Was denn passiert? Tut mir leid, aber eben erfahre ich von Signor D'Alerto, dass unsere Route durch ein Gebiet führt, in dem es Räuberbanden gibt. Aber ich bitte Sie, Mr. Harrogate. Nichts. Haben Sie das gesagt oder nicht? Ich habe nur erwähnt, dass ich zufällig etwas in der Zeitung gelesen habe. Es gibt einen gewissen Montano. Mr. Harrogate, wir leben doch im 20. Jahrhundert. Und schließlich sind wir in Italien und nicht im Wilden Westen. Ich habe noch nie etwas von diesem Montano gehört. Ach, ein Birkhoff, ein Hühnerdieb mit politischen Ambitionen. Außerdem sind wir 6 kräftige erwachsene Männer. Ich habe in Oxford sehr gut Boxen gelernt. Ich fände eine solche Begegnung sehr romantisch. Ach, eine herrliche Szene. Ich schlinge meinen Arm um Sie. Ich ziehe es ja nicht. Ziehe den Degen und verteidige Ihre Ehre bis zum letzten Blutstropfen. So, so, so. Hinweg, du Schurke! Aber Sie haben doch gar keinen Degen. Stimmt, aber die Szene war gut. Ja. Meine Herrschaft, ich trage doch schließlich das gleiche Risiko wie Sie. Unser Chauffeur Ricardo ist ein kräftiger Bursche, der kennt die Gegend wie seine Hosentasche. Und außerdem, davor hätte auch ein Montano Respekt 6 Schuss scharf geladen. Ich garantiere Ihnen, meine Herrschaft, die Reise ist völlig gefahrlos. Ah. Thank you.
Herr Douglas, ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Wunderschön. Hier möchte ich ein Schloss bauen. Für Sie. Für mich? Ja, für Sie ganz allein. Da, was ist das? Gestalten. Wo? Oh, links, oh. In dem einzelnen Baum, da bewegt sich was. Schafe, Mr. Harrogate. Schafe, seit wann haben Sie Angst vor Schafen? Sie haben gut lacht. Ich führe immerhin einen fünfstelligen Betrag mit mir. Noch dazu Gelder, die mir meine Bankkunden anvertraut haben. Das verstehe ich nicht. Warum lassen Sie eine solche Summe nicht im Hotel sehen? Weil ich den Ausflug mit einigen Grundstücksverkäufen in Rocanegro verbinde. Bei sofortiger Bezahlung zahlt man günstiger. Trotzdem, ich versichere Ihnen nochmals, Mr. Harrogate, Ihre Sorge ist völlig unbegründet. Glück gehabt. Das hätte böse ausgehen können. Ist denn das passiert? Sie haben wohl geschlafen, was? Nein, da waren die Schleider gekommen. Na, vielleicht ein Fehler in der Steuerung. Stehen Sie nicht herum, helfen Sie uns wenigstens. Es ist doch so heiß. Ja, es ist sehr schwül. Ja, wie konnte denn so etwas geschehen? Können Sie uns das erklären? Bringen Sie den Wagen wieder in Gang. Das ist eine Unverschämtheit. Dalerto, das kannst du doch nicht machen. Schau da, Räuber! Dalerto, deine Pistole! Die Montano-Bande! Helle hoch, meine Herrschaften! Ein bisschen Dalle! Sie auch, mein Fräulein? Was sollte das bedeuten? Bist du denn wahnsinnig geworden? Meine Herrschaften, ich darf Sie herzlich willkommen heißen und mich vorstellen. Ich heiße Montano. Hast du? Ja, ich. Der kleine Dalerto, den du im Schulhof ihm in den Hintern getreten hast. Aber ich bitte dich, Dalerto, um alles im Himmel. Das war doch nur ein Spaß. Das hier ist auch nur ein Spaß. Nehmen Sie alles, was ich habe, aber kein Blut. Bitte, bitte kein Blut. Ich sehe, Sie sind ein vernünftiger Mann, Mr. Harrogate. Meine Bedingungen sind menschlich. Ich bekomme Ihr ganzes Bargeld und sodann einen Scheck über 15.000 Pfund als Lösegeld für Sie und die hier Anwesenden. Bis der Scheck ausbezahlt wird, sind Sie meine Gäste. Bei korrekter Abwicklung des Geschäftes wird niemandem etwas geschehen. Einverstanden? Sie ruinieren mich. Ich frage, ob Sie einverstanden sind. Hey, ich beuge mich der Gewalt. Einverstanden. Dann darf ich Sie jetzt alle auf meinen Landsitz einladen. Um das Gepäck kümmern sich jetzt meine Leute. Vorwärts! Auch Sie, mein Freund. Einige Mut wagen, wenn es ganz dunkel ist. Ich bin ja ein leidlicher Tennisspieler und auch beileibe nicht feig, aber ich habe in der letzten Zeit solche Magenbeschwerden, einen Druck hier. Sonst würde ich es ja wagen. Sollen wir nicht Frank wecken? Warten Sie. Sagen Sie, ist Ihnen eigentlich an diesen Räubern nichts aufgefallen? Nein, wieso? Seit wann tragen Räuber solche Hüte? Ein typischer Räuberhut. Ja, und was sagen Sie dazu? Opera di Napoli, Carmen, zweiter Akt. Aus dem Kostümfundus. Das sind kostümierte Räuber. Ja, aber Dalerto war doch früher Schauspieler. Das ist ganz leicht möglich. Aber was sagen Sie dazu, dass Mr. Harrogate diesen Dalerto längst gekannt hatte? Ausgeschlossen. Ich habe doch die beiden Herren selbst in der Hotelhalle miteinander bekannt gemacht. Sie waren doch selber dabei. Aber ich habe die beiden zwei Tage vorher zusammen gesehen. In einem kleinen Café an der Piazza. Verehrter Padre, ich ahne nicht, was Ihre Unterstellung bedeuten soll, aber ich glaube, Ihr Hang zum kriminalistischen Spürsinn hat Sie in die Irre geführt. Ich wäre darüber sehr glücklich, nicht zuletzt für Sie, mein lieber Signor Muscari. 15.000 englische Pfund, Holland Harrisville Bank. Das wird aber einige Tage dauern, bis wir die Bestätigung aus England haben. Ja, das macht nichts. Auf ein paar Tage kommt es mir nicht an. Ich denke, ab Mittwoch können Sie über den Betrag verfügen. Danke. Bitte sehr, mein Herr. Scotland Yard.
Wissen Sie, worum es sich handelt? Ja. Ich kann es mir denken. Ich habe ja gleich zu Mr. Harrogate gesagt, dass so etwas schiefgehen muss. Warum haben Sie sich in diese Sache eingelassen? Warum? Die Rolle, diese herrliche Rolle. Jahrelang habe ich nur kleine und kleinste Chargen gespielt. Und da bietet man mir die Rolle eines Räuberhauptmanns an. Noch dazu auf Beteiligung. Da konnte ich nicht anders. Kommen Sie. Ja. Geduld, mein Sohn. Du wirst bald erlöst sein. Wie immer dieses Abenteuer auch enden mag, Miss Ethel, ich bleibe bei Ihnen. Gestatten Sie, dass ich bei Ihrem Onkel um Ihre Hand bitte? Oh, es wäre zu schön, aber ich fürchte, er wird Nein sagen. Ja, ich weiß. Ihr seid Millionäre, ich dagegen nur ein Künstler. Aber überbrückt eine echte Liebe nicht jede Kluft? Frank! Wo ist Frank? Frank! Nein, das ist nicht Frank, das ist ein gefesselter Räuber. Frank hat ihn überwältigt und ist in seinen Kleidern geflohen. Sie können stolz sein auf Ihren Neffen. Er bringt uns die Rettung. Die Rettung? Was für eine Rettung? Er ist heute Nacht geflohen, hier über diese Mauer. Ein mutiger junger Mann. Die Polizei muss gleich hier sein. Aber Onkel Douglas, was ist? Freust du dich denn nicht? Was ist los? Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! In diesem Augenblick, in dem vielleicht noch Blut fließen wird, in diesem Augenblick höchster Gefahr, bitte ich Sie um die Hand Ihrer Nichte. Ja, 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 nehmen Sie sie, nehmen Sie sie, dann habe ich wenigstens diese Sorge von der Seele. Wo ist der Pfarrer? Hier? Auf die Knie, ihr beiden. Herr Pfarrer, rasch Ihren Segen. Sie schwören, dass Sie meine Nichte Edel zur Frau nehmen, was immer auch passieren mag. Ich schwöre es. Segnen Sie, Pater Braun, segnen Sie mit Ihrem besten Latein, damit es nur hält. Was ist denn das? Was ist denn das? Nichts. Nur eine kleine Familienfeier. Trotzdem muss ich stören. Scotland Yard. Mr. Harrogate, ich verhafte Sie wegen Konkursbetruges und wegen Unterschlagung der Ihnen anvertrauten Bankgelder. Tut mir leid. Diese ganze Räubergeschichte wurde von Mr. Harrogate selbst inszeniert. Mit gemieteten Komparsen. Ich war so frei und habe das Gift durch Wasser ersetzt. Ein Mensch soll nie verzweifeln, auch nicht in den schwärzesten Stunden seines Daseins. Kommen Sie jetzt, Mr. Harrogate. An die Arme. Der Anzug gehört meinem Neffen! Gehen Sie! Liebling, ist dir nicht gut? Ich weiß, der arme Onkel Douglas. Aber schau, die ganze Sache hat doch auf ihre gute Seite. Jetzt bin ich so arm, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und alles, was ich ab heute bekomme, das bekomme ich nur durch dich. Nur durch dich. Was ist denn? Moment. Mir ist meine Pfeife ausgegangen. Schaut mal, noch mehr als Räuber verkleidete Schauspieler. Schauspieler? Nein, das sind echte Räuber.